Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Ukrainisches Atomkraftwerk Saporischschja erneut beschossen. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben ein Arbeiter verletzt und ein Lager mit abgebrannten Brennelementen getroffen. Kiew und Moskau beschuldigen sich gegenseitig, für die Attacke verantwortlich zu sein. Es ist der zweite Beschuss innerhalb weniger Tage. Russland hält das Atomkraftwerk seit Monaten besetzt. Morgen vielfach sonniges Wetter. Im Norden und Nordosten sowie an den Alpen zum Teil wolkig, in Küstennähe gelegentlich etwas Regen. Höchstwerte 20 bis 31 Grad.